Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um drei schicke Toys, die wir über eine Fraktion bekommen. Und zwar bin ich jetzt einmal hier im ersten Gebiet auf der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 47, 82. Und da sind wir im Basislager von den Drachenschuppen. Und wenn ihr bei den Drachenschuppen einen Ruf von 17 zusammenbekommt, dann gibt es ein paar nette Belohnungen. Und zwar gibt es dann ein paar Kissen, die wir uns kaufen können. Das sind insgesamt drei Stück. Das sind alles Toys. Und ihr seht, ich bin jetzt hier bei ein paar Händlern. Und einer von denen hat eine Quest für mich. Dort können wir uns dann eins von drei Kissen aussuchen. Es gibt ein weiches violettes Kissen. Dann ein dünnes Kissen der Archäologischen Akademie. Und ein kleines dreieckiges Kissen. Wir nehmen mal hier das weiche Violette. Und jetzt können wir als nächstes bei ihr noch die anderen beiden kaufen. Und zwar brauchen wir da einfach ein bisschen zerlumpte Wildwollstoff, ein paar Fäden oder beziehungsweise Wildfadenspule so rum. Und dann natürlich ein paar Ressourcen, die wir ja sowieso haben sollten. Und dann kaufen wir uns die beiden auch noch und schauen uns die einmal an. Komischerweise sind die sogar nicht mal seelengebunden, die Kissen. Also ihr könnt die auch verkaufen. Hier stehen jetzt noch ziemlich astronomische Preise dran. Ob das Zeug sich mal verkauft, weiß ich nicht. Ich will jetzt meine Ressourcen dafür nicht rauswasten, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde sagen, wir lernen die jetzt mal alle drei und schauen uns diese Kissen mal an, ob die was taugen. Also Kissen, da haben wir sie. Machen wir als erstes mal das dünne Kissen der Archäologischen Akademie. Halt, stopp. Ah, da haben wir's. Dann legen wir jetzt mal daneben noch das nächste hin. Bauen wir mal so ein kleines Kissending hier auf. Da, okay, die kann ich sogar ein bisschen näher legen. Und das dritte legen wir mal hier noch dazu. Ja, gibt schon ein bisschen Inneneinrichtung. Also, was können wir mit den Kissen machen? Wir können uns halt draufsetzen, ne? Und die schauen halt gut aus. Hat alle in derselben Farbe so gehalten, ne? Hier ein bisschen dunkleres Lila, hier ein bisschen heller, so wie das aussieht für mich. Haben wir auch ein Ding, wo ich raus... Achso, ich muss einfach so normal aufstehen, also da gibt es keinen Aussteigknopf. Ah ja, okay, also da ist das Model jetzt nicht ganz so geil, weil der Charakter halb in dem Kissen verschwindet. Das ist anscheinend ein sehr softes Kissen, da sinkt man richtig gut ein. Da schauen unten die Beine raus, okay. Da sind meine Beine auch im Kissen drin. Also ich würde jetzt mal Blizzard fürs Design und dem Ding 4 von 10 Punkten geben. Die Farben sind mal ein bisschen origineller, wobei es sind auch keine unterschiedlichen, aber zumindest ne, so vom Design. Aber die von der Praktikabilität, dass ich es noch rausbringe, ist eher ziemlich mies, weil man nicht mal vernünftig drauf sitzen kann. Aber naja gut, es sind drei Toys mehr für die Sammlung, ein bisschen für ein Data for Azeroth Score ist es auf jeden Fall gut. Und ja, damit... haben wir uns die Dinger schon mal angeguckt. Sonderliche Reißer sind die jetzt nicht. Wenn ihr irgendwo mal mit Leuten ein bisschen RP machen wollt, dann ist das vielleicht eine Geschichte. Aber sonst finde ich die Dinger jetzt ein bisschen useless. Jetzt kommen wir noch zu dem Part, wie ihr den Ruf am besten farmt. Ich denke mal, dass ihr Sidequests und Mainquest-Reihe machen solltet, ist eh klar. Zusätzlich könnt ihr natürlich bei der Drachenschuppen-Expedition auch die Worldquest mitnehmen und dann heißt Kisten farmen. Und zwar gibt es diese Expeditionspakete auf der kompletten Map, aber wir haben ja auch vorher schon ein paar Sachen freigeschalten. Unter anderem gibt es so eine Geschichte, dass man so Haufen aufmachen kann, in denen wir so Schaufeln mit haben. Die Schaufeln gibt es übrigens auch von der Händlerin hier. Jetzt können wir einmal reingucken. Also sie hier. Ahoi. Verkauft uns einmal Schaufeln gegen Ressourcen, aber als Schmied kann man diese Schaufeln auch einmal herstellen. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo welche rumliegen habe. Ah, gut, ich glaube, ich habe gar keine Schaufeln mehr, also ich muss mir selber nochmal welche craften. Da hat man den Vorteil als Schmied, dass das quasi 20 Aufladungen hat und die haben halt nur 5. Dann könnt ihr so lockere Erde quasi umgraben und da gibt es dann auch nochmal Ruf-Tokens. Und ja. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem das genau war, hier bei 16 können wir dann auch noch magische Schätze aufmachen. Da muss man dann immer so kleine Rätsel lösen, wie zum Beispiel den Torgast oder einen Eis- oder Feuerzauber auf eine Kiste wirken. Und dann kann man da auch nochmal Ruftokens rausholen. Und diese ganzen Ruftokens geben wir dann bei der Dame hier in der Hütte ab und dann könnt ihr euren Ruf ein wenig erhöhen. Heißt, die Fraktion ist halt relativ grindlastig. Wenn ihr schnell euren Ruf hochbasteln wollt, könnt ihr da durchziehen. Ich habe es persönlich noch nicht gemacht, aber ja. Das kann man auf jeden Fall machen, wenn man das möchte. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.